Yeah. 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 Was ist los, Junge? Musst du packen? Was glaubst du, was du da tust? Gleich werde ich die Wachen rufen.
Ja! 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 Du willst Dresche, du Scheißkerl? Dann komm her! Russen wollen Russen drüben! Ja! Ja! Nem látom. Megjött a mulatság. Ja. Gebt mir euer Geld, ihr Scheißer! Pack dich, du Dreckskerl! Sonst mach ich dir Beine. Ja. Guten Tag. Alles Gute. Thank you.
sprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Hier. Und etwas für die Mühe. Na sowas. Vielen lieben Dank. Gott behüte dich. Gott behüte dich. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Was sagst du dazu? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. In Ordnung. Gott behüte dich. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja.
Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Gott behüte dich. Besprechen wir den Preis. Hier. Na, sowas. Was willst du hier, ne? Das ist meine Straße. Ich werde dir Beine machen. Das nennst du Kälte. Lass es los. Komm schon. Was ist...
Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ich habe hier Dinge, die ihren... Aha. Gott behüte dich. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Na sowas. Vielen lieben Dank. Gott sei mit dir. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern ab... Aha, mal... Gott behüte dich.
reden wir über den Preis. Ist gut. Na gut, einverstanden. Ich habe hier... Aha! Gott behüt dich. Ja. Ja.
Es ehrt mich, dass du zu mir... Ich habe hier... Gott behüte dich. Ja! Knoblauch, Zwiebeln, Pilze und Spargel. Traut euch nur. Kommt her. Brot, Brot, Semmeln und Gott segne dich. Mach's gut. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Schön, dass du da bist. Frisches Brot! Kommt und schlagt zu! Mit Brot allein kann man nicht leben, aber ohne auch nicht. Thank you.
Mischwaren, Werkzeug, Gerätschaft. Ja.
Ja. Glück und Gesundheit. Dürfte ich dich nach den Schwachstellen von Thallenberg fragen? Um ehrlich zu sein, hat Thallenberg viel zu wenige Schwachstellen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das eines Tages bereuen werde. Denkst du, Sigismund kommt zurück? Woher soll ich wissen, was in seinem Schädel vorgeht? Wenn nicht, könnte jemand anders die Gelegenheit beim Schopfe packen. Ich wette, das Chaos hier hat sich bereits herumgesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele ein Auge auf Thallenberg geworfen haben. Wie dieser Havel Medek. Nicht nur auf Thallenberg. Wir ließen nur wenige Männer in Rathai zurück. Wer hindert unsere Feinde daran, die ganze Gegend zu plündern, wenn wir hier scheitern? Machtgierige Bastarde wie Havel oder Toss gibt es in Böhmen zur Genüge. Wie könnten wir durch das Tor gelangen? Vom Tor aus führen Stufen auf den Wehrgang. Und ich weiß nicht, wie Istvan sie schützen wird. Und wir müssten zuerst durchs Fallgatter. Ein großer Sturmbock könnte es durchbrechen. Aber wie kommen wir so nah ran? Wir werden es wohl in Brand stecken müssen. Reisig aufhäufen und anzünden? Reisig, Nutzholz. Alles, was brennbar ist. Mit so viel Pech getränkt wie möglich. Die Köhler hier haben bestimmt welches. Und falls das Tor nicht niederbrennt, so wird es zumindest geschwächt und wir können es leichter durchbrechen. Genau. Was ist mit der Mauer? Welche Seite ist die schwächste? Die Süd- und die Ostseite sind massiv. Es wäre sinnlos, es dort zu versuchen. Die Nordseite ist am besten zu verteidigen. Und die Westseite... Dort haben wir es versucht und mussten ganz schön einstecken, was? Aber wir werden es wohl wieder versuchen und es diesmal besser machen. Schade, dass Sie sich nicht länger in Vranek verschanzt haben. Dort wäre es viel einfacher gewesen. Thorst ist ein listiger Fuchs. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer bereits verschwunden war. Ich habe Trophäen. Zeig her. Gute Arbeit. So verfährt man mit Schurken. Lebe wohl. Heinrich, ich bin froh, dass du da bist. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Meister Pfeifer, Herr Ratzig schickt mich. Ach ja? Er muss dich sehr schätzen. Ich gebe stets mein Bestes. Das ist gut, denn die Minen sind verdammt wichtig. Silber ist unser wertvollstes Gut. Wie kann ich dir bei deinen düsteren Vorahnungen helfen? Herr Ratzig mag mich für übervorsichtig halten. Aber hier wurde eine Menge Silber entdeckt und niemand bewacht die Skalitzer Minen. Eine Einladung für Diebe. Glaubst du wirklich, dass jemand das Silber aus den Skalitzer Minen stehlen würde? Wäre das nicht arg aufwendig? Doch. Deshalb will ich auch, dass du nicht nur den Stollen, sondern auch den Hof mit der Schmelze und die Wasseranlage prüfst. Sieh nach, in welchem Zustand sich alles befindet und ob irgendetwas verdächtig aussieht. Meinst du den Hof bei der Skalitzer Mühle? Genau den. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er jetzt ist. Immerhin befand sich dort das Holzkohle- und Silberlager. Silberlager? Bestimmt ist es leergeräumt. Vermutlich. Mich würde es ziemlich wundern, wenn es überhaupt noch steht. Du erwähntest einen Stollen. Nur einen? Junge, das Bergwerk ist wie ein Labyrinth. Es würde eine Woche dauern, alles abzugehen. Ich rede von einem bestimmten Stollen am Fuße des Hügels, nahe einem Fischteich. Warum nur dieser eine? Weil ich glaube, dass dort ein Flöz ist. Alles weist darauf hin. Wenn jemand Silber stiehlt, dann mit Sicherheit von dort. Von was für einer Wasseranlage sprichst du? Ein Stampfwerk und Wassertröge. Sie befinden sich in der Biegung des Baches unterhalb der Burg. Du kannst sie nicht übersehen. Überall sind große Tröge und Werkzeug. Ist also mit Ärger zu rechnen? Nun, das wird sicher kein Spaziergang.
Du könntest durchaus auf diese hungrige Hundebeute treffen, die Armee im Schlepptau hatte. Oder auf eine Räuberbande. Du und Herr Ratzig, ihr könnt euch auf mich verlassen. Alles klar, ich mache mich ins Werk. Möge Gott über dich wachen. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich hätte eine Bitte an dich, Pater Godwin. Ach ja, mein Sohn? Wie kann ich helfen? In Thalmberg gibt es viele Tote und Verwundete, aber niemanden, der ihnen ein Kreuz auf die Stirn malt. Ich würde gerne helfen, Heinrich, aber ich habe andere Sorgen. Was ist los? Ich habe Gesandte des Erzbischofs aus Prag hier. Sie behaupten, es gäbe Ketzer in meiner Gemeinde und es ist von Scheiterhaufen die Rede. Ich fürchte, sie würden das halbe Dorf verbrennen, wenn ich nun gehe und sie schalten und walten lasse. Ich verstehe. Frag woanders. Es muss hier irgendwo einen Diener Gottes geben, der euch helfen kann. Möge Gott über dich wachen.
Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Dieb! Dieb! Ich muss ein paar Fässer Bier nach Thalmberg bringen. Hab kaum noch Bier übrig, aber fässerweise Ziegenmilch. Könnte das die Stimmung heben? Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Nichts Außergewöhnliches, Gott sei Dank. Möge Gott über dich wachen. Oh, Gott Allmächtiger! Pass etwas besser auf. Mach's gut. Wartest du auf jemanden? Nicht mehr, junger Mann. Ich habe auf dich gewartet. Du scheinst mir ein schlauer Bursche zu sein und galant noch dazu. Bestimmt eilst du einer Jungfrau in Not zu Hilfe, oder? Wieso? Kennst du etwa eine? Na, na, Hübscher. Sei nicht frech. Ich habe Arbeit für dich. Im Wirtshaus hockt so ein alter Opa. Gestern hat er meine Dienste in Anspruch genommen und versprochen, mich heute Morgen zu bezahlen. Nur behauptet er jetzt, mich nicht zu kennen. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass seine Schulden in meiner Tasche landen. Und was habe ich davon? Ich gebe dir die Hälfte von dem, was du ihm abknöpfst. Ist nicht viel, aber mehr, als ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich werde nicht stehlen. Etwas zurückzuholen, was rechtmäßig mir gehört, ist kein Diebstahl. Aber wenn du meinst... Mach's gut. Du da. Bring mir bitte was zu essen. Hier! Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ich hätte gern was zu essen. Andreas, in Thalmberg ist das Bier aus und die Waffenknechte fangen an zu murren. Könntest du welches hinschicken? Könnte ich. Nur springt dabei nichts für mich raus.
Rein aus Interesse, wem zahlst du eigentlich deine Steuern? Soll ich etwa Thalmberg welche zahlen, dem alten Divisch? Als Herr Havel von Waldeck der Herr hier war, konnte ich mich rauswinden. Und seitdem wurden nie welche eingetrieben. Im Augenblick kampieren drei hohe Herren bei Thalmberg. Und einer von ihnen könnte sich sehr für deine Steuerschuld interessieren. Sicher würde er deine Steuern in Form von Bier eintreiben wollen. Die hohen Herren haben gerade anderes im Kopf als ein Wirtshaus in den Grenzländern. Zumal sie erst jemand daran erinnern müsste. Willst du damit sagen... Du bist doch nicht so einer, der mich verpfeifen würde, oder? Ich nehme Bier. Ich nehme Bier. Das Lager ist nicht weit weg von hier. Stell dir nur vor, was passiert, wenn sie auf der Suche nach Bier hier aufkreuzen. Könnte einen ganz schönen Radau geben. Wäre es da nicht besser, wenn sie ihre Saufgelage woanders abhalten würden? Wenn sie zum Biertrinken kämen, würde ich ihnen welches verkaufen. Warum sollte es Radau geben? Aber was, wenn ihnen jemand auftischt, dass du Toss unterstützt und ihn nur Plörre andrehst? Ich wusste, du bist ein Bastard. Aber dass du so weit gehen würdest. Ich setze gerne meinen Willen durch. Ich schicke dir die Fässer, aber sei dir sicher, früher oder später eilt jeden das Schicksal, das er verdient. Eines Tages begegnest du einem, der nicht so ein dünnes Hemd ist. Mag sein. Aber nun sieh zu, dass du dein bestes Bier schickst. Wir wollen doch nicht, dass sich jemand schlecht fühlt und sich dann an dir rächen möchte, nicht wahr? Gern geschehen. Was? Deine Bestellung.
Ich schlachte dich ab. Komm und hol's dir. Ja! Was ist los? Komm schon. Au.
Da! Ja! Wer bist du? Himmel! Was zum Teufel? Da!
sind schon beim Haferschleif. Dabei ging's noch nicht mal richtig los. Ja, könnte schlimmer sein. Schmeckt doch ganz gut. Gut hin oder her. Fleisch wäre mir lieber. Was bist du nicht für ein Großmaul? Geh und verlang doch welches. Wer hindert dich dran? Was soll das bringen? Denkst du, sie werden dann ein Schwein abstechen? Ich sag nur, wir haben kaum losgelegt und schon sind wir beim schmierigen Schleim. Wie lang, bis wir gar nichts zu fressen haben? Du bringst dich noch selbst in die Bredouille. Viel länger werden wir hier eh nicht rumhocken. Bist du dir da sicher? Ich werf mal einen Blick auf unseren Tribok. Ohne den stehen unsere Chancen ziemlich schlecht und ich glaube nicht, dass man mit dem morgen schon eine Mauer einreißen kann. Vielleicht nicht morgen, aber bald, jawohl. Und wenn's Zeit fürs große Hickhack ist, haben sie vielleicht ein paar Fleischbrocken für uns. Meinst du nicht? Wollen wir's hoffen. Aufs große Hickhack. Heinrich kommt uns besuchen. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Herr Robert schickt mich. Er sagte, du müsstest einen Tribok bauen. Ganz recht. Einen Tribok, der die Mauern Tallenbergs einreißt. Ich, ein Bergbaukonstrukteur. Was weiß ich schon über Kriegsgerät? Alleine schaffe ich das nie. Ich würde dir ja gerne helfen, aber wie? Ich weiß auch nichts über Tribocke. Genau genommen gäbe es schon einen Weg. Konrad Kieser kam kürzlich nach Sasau. Wenn du ihn herbringen könntest, würdest du meine Haut retten. Konrad Kieser? Wer ist das? Ein Gelehrter, der Medizin studierte, aber auch Belagerungswaffen entwirft. Er war sogar an der Belagerung von Nikopolis beteiligt. Zusammen mit Sigismund. Ich hab's satt. Was sagst du? Ich hab's satt. Hast du was Falsches gegessen, was? Ja, diesen Schleim. Gerne ein Stück Fleisch. Fleisch ist ein Geschenk Gottes. Ich würde nicht Nein dazu sagen. Aber der Haferbrei mit Schmalz ist auch nicht übel. Wenn der Speck erstmal alle ist, wird's schlimmer. Wir müssen dann vielleicht zur Kohle übergehen. Red nicht mal davon. Kohl ist nur zu was gut, wenn er hilft, ein schönes Stück Fleisch zu verdauen. Allein bekommt man bloß Bauchweh. Also lass uns hoffen, dass es... Aber du bist ein Konstrukteur. Kannst du den Tribok nicht selbst bauen? Ist das dein Ernst? Weißt du, wie kompliziert so eine Belagerungswaffe ist? Welche Kräfte dort am Werk sind? Wenn wir Glück haben, feuert der Tribok gar nicht erst. Aber vermutlich wird er sich selbst zu Kleinholz verarbeiten und uns anstelle des Feindes töten. Zusammen mit Sigismund? Nicht so schnell. Nach der Schlacht stritten sie sich, weil Konrad ihm die Schuld für die Niederlage gab. Das hat ihm wohl nicht so gut gefallen. Ganz recht. Deshalb wurde Konrad aus Prag verbannt und ließ sich in der Burg Bettler nieder. Verbannt? Wie ein gewöhnlicher Verbrecher? Als ehemaliger Höfling, Arzt und Meisterkonstrukteur ergeht es ihm nicht ganz so schlecht. Mir kam sogar zu Ohren, dass er weise Männer um sich geschart hat, mit denen er an einem Buch schreibt. Aber was macht er hier in Sasau? Er wurde hergeschickt, um beim Bau des Klosters zu helfen. Zweifelsohne mussten sie dafür tief in die Tasche greifen. Und wie soll ich ihn hierher bekommen? Entführen? Nun, nur im äußersten Notfall. Wir brauchen seine Hilfe. Versuch mit ihm zu sprechen. Allen Berichten nach hasst er Sigismund. Nun gut, ich tue, was ich kann. Hab Dank, Heinrich. Vielleicht bauen wir den Tribok doch noch. Lebe wohl. Thank you.
verlassene Dreckspampe. Himmel! Pass auf, wo du hingehst! Hey, wer ist da? Hey! Beste Grüße. Weißt du zufällig, wo ich Konrad Kieser finden kann? Aber sicher, er ist bei unserem Kustos untergebracht. Im großen Haus bei den Klostergärten. Gott behüt dich. Guten Tag. Mach's gut.
Ja! Ja! Zu deinen Diensten, Herr. Finde ich hier Konrad Kieser? Jawohl, den weltberühmten Konrad Kieser. Weltberühmt? Wenn nicht, dann bald. Unser Meister Kieser ist ein Vordenker. Du würdest nicht glauben, was er alles erfindet. Von ihm wird die Welt noch hören. Merk dir meine Worte. Ich muss mit ihm sprechen. Ach ja? Weswegen denn? Tobias Pfeiffer schickt mich. Er möchte Meister Konrad bei der Belagerung Talmbergs um Hilfe bitten. Dann muss es wichtig sein. Geh nur, wenngleich ich nicht weiß, wie er von hier aus helfen soll. Da ist der Schlüssel. Ist dir langweilig? Stinklangweilig. Wie kannst du dich in einer Stadt wie Sasau langweilen, die voll von Heiligkeit und Wissen ist? Sprich gar nicht erst davon. Die Bücher darf man nicht berühren, sprechen wollen sie nicht mit einem. Und als ich die Gebeine des heiligen Prokop betrachten wollte, verjagten sie mich. Mich, wie einen gemeinen Dieb. Welchem Zweck dient dieses verdammte Kloster, wenn einem selbst das verwehrt wird? Nun, es heißt, es wäre nicht mehr viel vom armen Prokop übrig. Was soll das nun bitte heißen? Ich mache dir keine Vorwürfe. Aber es haben nun einmal nur Mönche Zugang zum Reliquiar der Krypta. Zuvor haben Besucher Reliquien des heiligen Prokop entwendet, um sie nur für sich zu haben. Und das ist die Konsequenz. Ich weiß, doch so etwas würde ich nie tun. Ich wollte sie bloß berühren, das soll Glück bringen. Vielleicht kann ich helfen. Ach ja? Du führst doch nichts im Schilde, oder? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dir etwas aus der Höhle unter dem Kloster mitbringen, wo er sich aufhielt. Man kann dort hinein. Ich würde es zurückbringen, nachdem du es berührt hast. Also, das würdest du für mich tun? Gewiss doch. Ich wäre dir sehr verbunden. Lebe wohl. Du solltest lieber mal ein anständiges Bad nehmen. Du stinkst wie ein Dachs. Ich habe
Trophäen. Dann zeig her. Meine Güte, sind das viele. Junge, du bist der leibhaftige Zorn Gottes. Weißt du zufällig, wo ich Konrad Kieser finden kann? Was? Den alten Spinner? Der lieber in alte Bücher reinstarrt, als in die Schenke zu gehen? Der verkriecht sich im Haus des Kustos. Das große Gebäude bei den Klostergärten. War mir eine Freude. Was zum Teufel? Gott sei mit dir. Weißt du zufällig, wo ich Konrad... Und was willst du von dem alten Hasen? Na, vergiss es, was kümmert's mich? Er ist im großen Haus bei den Klostergärten. Mach's gut. Tritt ein. Bei Joshuas Posaunen hast du mich erschreckt. Ich dachte erst, du wärst Urban. Was kann ich für dich tun? Tobias Pfeiffer, der Bergbaukonstrukteur aus Garlitz, richtet seine Grüße aus, Herr. Pfeiffer? Tobias Pfeiffer? Ich habe von ihm gehört. Er erfand eine interessante Bergbauvorrichtung. Was benötigt er? Herr, ist dir zu Ohren gekommen, was sich in Thalmberg abspielt? Ich habe ein, zwei Dinge gehört. Wurde die Burg wirklich eingenommen? Ja, und wir wollen sie zurückerobern. Meister Pfeiffer wurde mit dem Bau eines Triebocks betraut. Aber er ist sich nicht sicher, ob es ihm gelingt. Das bezweifle ich auch. Belagerungswaffen sind ein völlig anderes Paar Schuhe als der Bergbau. Verflixt! Zu gerne würde ich ein paar Felsen auf Sigismunds Heiden herabregnen lassen. Doch mit Feder und Tinte wird das nichts. Und zurzeit kann ich hier nicht weg. Warum kannst du nicht weg? Das ist eine lange Geschichte. Ich äußerte mich ein wenig, sehr kritisch, über Sigismunds Bemühungen in Nikopolis. Nicht sonderlich überraschend, dass er nach unserer Niederlage meine Kritik nicht sonderlich schätzte. Und als er den König entführte, fühlte ich mich in Prag nicht mehr sicher. Also verließ ich die Stadt. Vielleicht ist verließ das falsche Wort. Manche würden sagen, ich wurde verbannt. Jedenfalls begab ich mich zur Burg Bettlern. Wurdest du dort eingesperrt? Nicht ganz. Es ist eine königliche Burg. Ich wurde mir selbst überlassen. Offen gestanden ist diese sogenannte Verbannung ein Segen. Ich kann mich in aller Ruhe meinem Werk widmen und habe ein paar fähige Assistenten. Wenngleich ich aufgrund all der Unruhen ein paar meiner Gönner verloren habe. Und weshalb bist du hier in Sasau? Ehrlich gesagt... brauche ich Geld. Geld, Herr? Du siehst nicht, wie jemand aus der Not leidet. Gott bewahre, nein. Ich muss mich nicht selbst erhalten. Ich will damit mein Werk finanzieren.
Deshalb willigte ich ein, beim Bau des Klosters zu helfen. Ich kann, wie du siehst, nicht einfach gehen. Woran arbeitest du gerade, Herr? An Bellifortis, einem großen Buch über Kriegsgerät und Waffen. Es ist mein Opus Magnum, mein Vermächtnis. Was du hier siehst, sind bloß Auszüge meines Gesamtwerks. Denk an meine Worte. Eines Tages wird die Welt von Maschinen regiert, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Klar. Bald werden sie unsere Felder bestellen und unsere Kühe melken. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Ich dachte nur über Kriege nach. Und wenn ich dir helfe, wegzukommen? Wer sagt, dass ich das möchte? Aber du sagtest, du könntest nicht weg, Herr. Junger Mann, ich kann nicht weg, weil ich mein Wort gab, beim Bau dieses Klosters zu helfen. Und mein Wort gilt. Ich habe nicht die Absicht, mich wie ein Verbrecher davonzustehlen. Wem bist du hier unterstellt? Ich habe mit dem Abt persönlich einen Vertrag. Doch meine Arbeit bespreche ich mit Karel, dem Baumeister des Klosters. Könnte ich dem Baumeister keine Abfindung für dich zahlen? Das bezweifle ich. Ihn interessiert nur der Bau. Solange er genügend Geld hat, um die Handwerker zu bezahlen, hat er alles, was er braucht. Solange er genug hat, sie zu bezahlen, sagst du? Ja, worauf willst du hinaus? Könnte man Karel nicht irgendwie überreden? Immerhin steht die Verteidigung der Provinz auf dem Spiel. Dessen bin ich mir gewahr. Doch das Sasauer-Kloster war stets neutral. Außerdem ist der Abt zurzeit nicht hier. Und ohne sein Einverständnis wird Karel nicht mit sich reden lassen. Aber ich hätte da eine andere Idee. Was schlägst du vor? Karel erhielt seinen Auftrag schriftlich. Wenn du ihn findest, könnten wir... Nun, wir könnten das Siegel und die Unterschrift des Abtes für unser Dokument kopieren. Eine ziemlich außergewöhnliche Idee. Mein Erfindergeist hat viele Facetten. Ich könnte noch vor dem Abt zurück sein. Er würde also nicht einmal bemerken, dass ich fort war. Ich möchte keine List anwenden. Ich lasse mir etwas anderes einfallen. Du kannst wirklich nicht gleich mitkommen? Verflixt! Zu gerne würde ich ein paar Felsen auf Sigismunds Heiden herabregnen lassen. Doch mit Feder und Tinte wird das nichts. Und zurzeit kann ich hier nicht weg. Ich werde versuchen, dich hier irgendwie rauszuholen. Hör zu, ich will keinen Ärger. Sprich lieber mit Karel, dem Baumeister.
Was wollte ich noch? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ich brauche Meister Konrads Hilfe. Dann geh und rede mit ihm. Die Sache ist die, er willigte bereits ein, müsste allerdings nach Thalmberg. Das kann ich nicht erlauben. Er unterzeichnete einen Vertrag für den Bau des Klosters. Und wir zahlen ihm einen Haufen Geld dafür. Aber die Eroberung Thalmbergs ist viel wichtiger für die Provinz. Von dem, was ich gehört habe, ist es zuvörderst deinem Lehnsherrn wichtig. Sarsau war stets neutral. Abgesehen davon nehme ich nur Befehle des Abtes entgegen. Konrad wäre nur für ein paar Tage fort. Gewiss kommt hier ein Weilchen ohne ihn aus. Schon möglich, wenn er nicht umgebracht wird. Meine Antwort kennst du. Nein. Er bleibt hier, bis der Abt etwas anderes sagt. Und er ist momentan nicht anwesend. Angenommen, ich würde euch für die kurze Zeit, die er weg ist, entschädigen. Was nutzt mir das Geld, wenn das Dach des Klosters einstürzt? Dann wäre ich derjenige, der eine Entschädigung zahlen müsste. Besten Dank für deine unschätzbare Hilfe. Gern geschehen. Möge Gott dich dafür belohnen. Möge Gott über dich wachen. Ist das dein Ernst? Du hast dir nichts verloren. Steh nicht im Weg rum. Was zur Hölle machst du da? Hey! Na! Verdammt!
Hey,